Hallo Sabine, du warst heute dabei in der Abstimmung im Europaparlament zu neuartigen Lebensmitteln, im Europajargon auch Novel Foods genannt. Was sind denn eigentlich neuartige Lebensmittel? Neuartige Lebensmittel sind Lebensmittel, die 1997 in der Europäischen Union noch nicht auf dem Markt waren, also im Supermarkt noch nicht zu kaufen. Und das ist zum Beispiel Klonfleisch oder Lebensmittel, die besonders behandelt worden sind, zum Beispiel mit Nanopartikeln. Und wie hat das Europäische Parlament denn heute dazu abgestimmt? Das Europäische Parlament hat sich heute entschieden gegen Klonfleisch ausgesprochen. Das finde ich eine gute Sache, denn diese Reproduktion von Fleisch, dieses Klonen von Tieren, die viel Fleisch geben, das nützt nur den Profiten der Lebensmittelkonzerne. Und es ist bekannt, auch von wissenschaftlich untersucht, dass geklonte Tiere sehr schwere Schäden haben, nur 9% überleben und viele zur Welt kommen und dann früh sterben müssen. Und wie geht es jetzt weiter im Parlament mit den Abstimmungen? Also im Gegensatz zu Rat und Kommission sind wir dafür, und das Parlament hat sich ja auch so entschieden, dass wir nicht für die Interessen der Lebensmittelindustrie sind, sondern für Tierschutz und Ethik und für die Gesundheit der Menschen. Und ich hoffe, dass Rat und Kommission, die anderer Meinung sind als das Parlament, ihre Meinung noch ändern und dass wir dann im Vermittlungsverfahren auch Erfolg haben mit der Meinung des Parlaments. Immerhin war das ja eine starke Abstimmung.